Jo, was geht? Ein neues Video von mir. Heute ein Thema, was ich schon mal in meinen Let's Play-Videos behandelt habe. Aber was jetzt so oft wieder gefragt wurde in meinem Livestream und vor allem, wo so viel falsches Wissen kursiert, dass ich das jetzt einfach nochmal in ein eigenes Video packe und ich hoffe, dass es einigen Leuten weiterhilft. Es geht natürlich jetzt um vierfach gesockelte Schwerter. In dem Video geht es aber generell darum, wie finde ich raus, welches Item wie viel Sockel bekommt. Aber ein Schwert ist nun mal das, was die Leute halt immer brauchen für ihr Geist. Und da heißt es halt immer, hier gehen's Q-Level und dort droppt das. Und dort droppt es nicht. Und da ist halt wie gesagt viel Unwissen im Umlauf, deswegen löse ich das jetzt alles mal auf. Und es geht damit los. Erstmal, wie kriege ich überhaupt raus, wie viel Sockel ein Item haben kann? Und zwar gibt es nur drei verschiedene Gruppen. Und zwar geht es um das Item-Level. Es gibt Gruppe 1, 1 bis 25, Gruppe 2, 26 bis 40 und Gruppe 3, 41 plus. Das sind die drei Gruppen, in die Items immer dann eingeordnet werden. Und die können also nur dann drei verschiedene Sockel haben. Aber, wie man hier sieht, sind manche Gruppen auch identisch. Zum Beispiel die Aegis hat in der ersten und in der zweiten Gruppe maximal drei Sockel. Also hier geht es um die maximalen Sockel und in der dritten Gruppe vier Sockel. Die maximalen Sockel sind aber das, was wir wissen wollen, weil das ist, was bei Larzug rauskommt, wenn ich das beim Sockel-Quest zu ihm bringe. Und jetzt wollen wir quasi hier mal schauen, zum Beispiel ein Breitschwert. Da gebe ich Broadsword ein, ist leider Englisch. Das hat also in der ersten Gruppe drei Sockel, in der zweiten und in der dritten Gruppe vier Sockel. Also wollen wir bei dem Breitschwert einfach nur mindestens Level 26 drauf haben und zack hat das bei Larzug immer vier Sockel, egal wie hoch das ist. Die zweite beliebte Basis ist ja ein Kristallschwert, also Crystal Sword, und da haben wir das Problem 3, 4, 6. Also hier müssen wir nicht nur aufpassen, dass es nicht zu niedrig ist, sondern auch, dass es nicht zu hoch ist. Und das ist vielleicht auch schon mal ein paar Leuten passiert, die das dann zu Larzug gebracht haben. Auf einmal kommen da sechs Sockel raus. Und hier ist es nämlich dann schon ab Level 41 der Fall. Das Q-Level ist natürlich ein super Ort, denn Kühe haben, glaube ich, Level 28. Und das heißt, egal bei welcher Kuh du da so ein Schwert findest, du bist immer in der mittleren Gruppe. Also werden Breitschwert und Kristallschwert dann bei Larzug mit vier Sockeln ausgerüstet. Ich versuche aber, das Q-Level zu vermeiden. Immer nur als absolute Notlösung gehe ich ins Q-Level. Warum? Weil das für mich Zeitverschwendung ist, denn die XP dort ist schlecht im Vergleich zu Balruns oder wenn ich einfach direkt nach Albtraum gehe. Q-Level gibt deutlich weniger XP und außerdem gibt es da sonst nichts, was ich eigentlich brauche in dem Q-Level normal. Und deswegen betrachte ich das immer als Zeitverschwendung. Und es gibt ja vor allem Möglichkeiten, das Ding halt auch schon vorher zu finden. Und das ist jetzt nämlich da der Fall, wo viele Gerüchte kursieren. In Akt 4 und Akt 5 zum Beispiel könnt ihr sehr oft schon eure richtige Base finden. Hier die Info, in Normal können aber Items grundsätzlich nie mit 4 Sockeln droppen. In Normal ist das begrenzt auf 3 Sockel. Es geht nicht mehr als 3 Sockel. Trotzdem kann das weiße Item in Normal auch schon 4 Sockel bekommen bei Larzug. Ja, das ist das, was vielleicht die Verwirrung verursacht. Variante 2 ist natürlich, wenn ihr die Runen für Geist farmt bei der Gräfin, dann einfach dort eine Waffe mit 4 Sockeln finden. Aber das ist ja jetzt keine Kunst. Wer da Glück hat, der findet das halt und muss gar nicht zu Larzug. Deswegen würde ich immer vorschlagen, erst die Runen farmen und dann, wenn dann immer noch keine Base gedroppt ist, erst im allerletzten Schritt zum Q-Level gehen. Denn ich zum Beispiel in meinem letzten Run habe einfach ein vierfach gesockeltes Schwert direkt im Turm bei der Gräfin gefunden, weil dort immer Waffenständer sind. Und dort kann natürlich auch dann die Base drin sein. Okay, jetzt wissen wir den Schritt 1, also welches Level muss das Schwert haben. Und Schritt 2 ist jetzt rauszufinden, welches Level hat denn mein Item eigentlich, weil das ja nicht dabei steht. Dafür geht es jetzt hier auf eine andere Seite, die AmazonBasin.com Seite, die verlinke ich alle. Und hier hast du alle Akt-Summaries im Spiel und wenn du jetzt hier zum Beispiel auf Akt 4 klickst, dann siehst du hier auch nochmal alle Gebiete, aber ich kann es hier einfach runterscrollen. Und jede Monsterart, die hier vorkommt, das ist leider alles Englisch,
steht hier drin mit dem dazugehörigen Level. Champions haben immer dieses Level plus 2 und Bosse und ihre Diener haben dieses Level plus 3. Und jetzt sehen wir nämlich schon, in Akt 4 gibt es sogar direkt in der ersten Ebene einige Monster, die schon Level 26 plus haben. Und würde ich jetzt zum Beispiel hier von dem Giftfürst, heißt es glaube ich auf Deutsch, das sind die großen mit den Flügeln, so ein Breitschwert finden oder ein Kristallschwert, dann kriegt das 4 Sockel bei Lazug. Und ich spare mir das Q-Level. Die hier mit Level 24 allerdings würden nur 3 Sockel geben. Das heißt, ihr müsst in dem Moment, wo das droppt, sofort aufpassen, von welchem Monster das gedroppt ist. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn hier die beiden Monster nebeneinander standen, dann müsst ihr das liegen lassen. Das ist dann doof. Aber wenn ihr, wie bei mir letztens in Akt 4 im Chaos-Sanktuarium, das war in der Ladder, gehen wir hier mal drauf, da haben wir auch das Problem, es gibt ein paar Monster mit 27, ein paar mit 24. Ne, das ist Flammfluss, ich meine hier. Genau, es gibt einen mit 24, alle anderen sind hoch genug. Und da ist bei mir ein Breitschwert gedroppt und ich war mir aber 100% sicher, dass es von einem Giftfürst gekommen ist, weil da nur Giftfürsten und Geister nebeneinander waren in der Gruppe. Die Doom Knights sind die Nahkampfritter des Ritter der Verdammnis. Die würden jetzt zum Beispiel 3 Sockel geben, aber alle anderen Monster würden 4 Sockel geben. Und zack, habe ich halt schon meine Base gehabt in Akt 4 für Lazug. Und schon brauchte ich dann das Q-Level nicht mehr mir anschauen. Wichtig ist jetzt aber hier noch, und das ist nämlich der nächste Fall, der richtig doof sein kann, und zwar Akt 5, Kristallschwert. Wir erinnern uns, das kann ja ab Level 41 auch 6 Sockel bekommen. Wenn ich jetzt hier runter scroll und jetzt gucke ich mir diesen Thronraum an, da sind die meisten schon Level 43. Da würde dein Kristallschwert dann auf einmal 6 Sockel bekommen. Ein Breitschwert kann gar nicht mehr als 4 Sockel bekommen, also ein Breitschwert aus dem Thronraum, super. Kristallschwert allerdings nicht so gut, außer es kommt von einer Harpie. Die ist Level 35, also würde es 4 Sockel geben. Ja, und das war's eigentlich. Und das könnt ihr mit jedem Item so machen. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Schild 2 oder 3 Sockel bekommt. Ich weiß jetzt nicht, welcher Fall noch irgendwie relevant ist. Zweihandwaffen, da könnt ihr vielleicht mal für Einsicht nachschauen. Aber das hier ist das gesamte Geheimnis hinter Sockeln und Lazug. Und das Einzige, was ich hier noch erwähnen kann, ist, dass manchmal hier nicht alle Monster drinstehen. Denn mir ist es mal passiert, dass ein Skelett in der zweiten Welle von Baal, die stehen hier nämlich nicht drin, nur die Bosse stehen hier drin. Und ein Skelett hat mir ein Breitschwert gedroppt und das hat auf einmal nur 3 Sockel gegeben. Und das liegt vermutlich daran, dass das Skelett, was hier nicht drin steht, Level 25 oder weniger hatte. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, ja. Aber ich war ja auch selbst schuld, denn das stand ja nicht dabei, das Skelett. Aber das war der einzige Fall, wo mir das mal passiert ist. Ansonsten hat das immer funktioniert. Ich bin immer nach der Liste hier gegangen und habe mir meine Geistschwerter schon meistens in Akt 4 oder Akt 5 besorgt. Ganz, ganz selten. Ich glaube, in meinen ganzen Let's Plays, also über 10 Mal habe ich das Spiel durchgespielt. Und ich glaube, ich musste wirklich nur ein einziges Mal ins Q-Level. Und in allen anderen Fällen habe ich immer eine Base in Akt 4 oder Akt 5 schon vorher gefunden. Oder ein Albtraum Akt 1. Ja, das war's. Video vorbei. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Die Links packe ich in die Videobeschreibung. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein.